Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des täglichen Bhagavatams. Wir treffen uns hier jeden Morgen, um gemeinsam aus dem wichtigsten Buch der Krishna-Bhakti-Tradition zu hören, neben der Bhagavad Gita, wie sie ist. Beide verfasst wurden sie von, streng genommen, von Srila Vyasadeva, aber beide übersetzt und kommentiert von His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, dem Gründer Acharya der Internationalen Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein. Und ja, wir sind heute wieder im dritten Kapitel des ersten Kantos, wo eine ganze Liste von Inkarnationen, auch Avatare genannt, der höchsten Persönlichkeit Gottes aufgelistet wird. Und befinden uns jetzt, also genauer gesagt, beim 16. Vers. Das ist Seite, Moment, ich schaue gerade mal. Das ist Seite 133. 133, der 16. Vers. Und es geht heute um die Fischinkarnation. Nein, um die Schildkröteninkarnation. Und bevor wir da einsteigen, chanten wir ein paar glückverheißende Mantras. Die blende ich euch jetzt mal ein. Und zwar hier. Okay. Om Agyana Timirandasya. Ist gerade was eingefroren bei mir. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Ich wurde in tiefster Unwissenheit geboren, aber mein spiritueller Meister öffnete mir meine blinden Augen mit der leuchtenden Fackel des Wissens. Ich erweise ihm meine achtungsvollen Ehrerbietungen. Narayanam Namaskritya Narangchaiva Narotamam Devim Sarasvatim Vyasam Tatojayam Udhirayet. Bevor man dieses Srimad Bhagavatam vorträgt, dass das wahre Mittel zum Sieg ist, sollte man Narayana, der höchsten Persönlichkeit Gottes, Naranarayan Rishi, dem allerhöchsten menschlichen Wesen, Mutter Sarasvati, der Göttin der Gelehrsamkeit und Srila Vyasadeva, dem Verfasser, seine achtungsvollen Ehrerbietungen darbringen. Nashta prayeshva batreshu nityam bhagavata sevaya bhagavatyuttama shloke bhaktya bhavati naishtiki. Wenn man regelmäßig aus dem Bhagavatam hört und dem reinen Geweihten dient, wird alles, was für das Herz leidvoll ist, fast gänzlich vernichtet und liebevoller Dienst für den glorreichen Herrn, der mit transzendentalen Liedern gepriesen wird, wird zu einer unwiderruflichen Tatsache. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Und ihr könnt gerne eure Mikrofone einmal einschalten. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Herzlichen Dank. Und wir gehen schnurstracks zum heutigen Vers über, und zwar, das war der Vers von gestern, über die Matsya-Inkarnation, wo eine starke Verbindung zur Arche Noah-Geschichte besteht. Und heute haben wir den
Kurma-Avatar dran und ich chante einmal das Sanskrit vor und schauen wir mal. Das ist, mal gucken, wie lang die Erläuterung, die ist nicht sehr lang. Mal gucken. Sura Suranam Udadhim Matnatam Mandarachalam Datre Kamata Rupena Prishta Ekadashe Vibuhu. Da haben wir hier ein Wort, was wir oft in der ISKCON hören, Ekadashe oder Ekadashi, der 11. Tag nach Neu- und Vollmond. Und da fasten die Vaishnavas an oder von Getreide und Hülsenfrüchte in der Regel. Schauen wir uns die Wort-für-Wort-Übersetzung an. Sura, die Theisten, Asuranam, der Atheisten, Udadhim, im Ozean, Matnatan, quirlend, Mandarachalam, Mandarachalam, den Mandarachala-Berg, Datre, Trug, Kamata, Schildkröte. Interessant. Rupena in der Gestalt einer. Prishte Panzer. Ekadashe, die 11. Inkarnation in der Reihe. Vibuhu, der Erhabene. Und Nita Gunamani, vielleicht magst du die Übersetzung und Erläuterung einmal vorlesen. Übersetzung. Die 11 Inkarnationen des Herrn erschienen in der Gestalt einer Schildkröte, Kurma, deren Panzer als Drehpunkt für den Mandarachala-Berg diente. Diesen Berg benutzten die Halbgötter und die Dämonen des Universums als Quirl. Erläuterung. Einst waren Theisten wie auch Atheisten damit beschäftigt, Nektar aus dem Ozean zu gewinnen, damit sie alle unsterblich würden, wenn sie ihn tränken. Zu jener Zeit wurde der Mandarachala-Berg als Quirl benutzt und der Panzer der Schildkröten-Inkarnation Gottes diente dem Hügel als Drehpunkt im Meer. Okay. Ja, also hier wird kurz Bezug genommen. Ich lese nochmal den Vers. Die 11. Inkarnation des Herrn erschien in der Gestalt einer Schildkröte, Kurma, deren Panzer als Drehpunkt für den Mandarachala-Berg diente. Diesen Berg benutzten die Halbgötter und die Dämonen des Universums als Quirl. Ja, Nita Gunamani, was hat es dann mit dieser Geschichte auf sich? Das hört sich ja unfassbar freaky an. Habe ich das richtig verstanden? Die haben einen Berg als Quirl benutzt. Wie geht das denn? Also soweit ich mich erinnern kann, handelt es sich hier um einen Milchozean, kann das sein? Ja, ich glaube ja. Ich glaube schon, ne? Und den wollten sie wirklich quirlen und es ging darum, wirklich diesen einen Nektar zu gewinnen, ein Getränk, das den Trinkenden unsterblich macht. Und da hatten sich wirklich die Halbgötter und die Dämonen anscheinend zusammengefunden, um gemeinsam dieses Getränk zu erhalten. Und dazu musste dieser Milchozean gequirlt werden. Und dazu brauchte man natürlich ein etwas größeres Besteck. Und dazu wurde der Mandarachala-Berg, der auch so eine, wie sagt man dazu, zylindrische Form hatte, irgendwie ausgewählt. Mhm. Und so eine Kegelform, Zylinder. Okay. Kegel. Ja, ich glaube, passt. Ich glaube, Zylinder ist Zylinder nicht, wo das Kegel ist, wo das oben, also es ist rund, aber es geht oben spitz zu. Und Zylinder ist, es ist rund, aber es bleibt oben, es bleibt ist oben, ne? Genauso. Genau. Du kennst dich da aus. Ich habe das seit der Schule nicht mehr benutzt, glaube ich. Okay. Genau, das wäre ja auch für einen Berg natürlicher, wenn er diese zylindrische Form hat. Ne? Hm. Ja, und dieser Berg sollte dann, der muss dann praktisch gedreht werden, immer hin und her, wie man das mit einem Quirl so macht. Ne? Und dazu wurde dann die Schlange Vasuki, glaube ich, benutzt,
Und damit sich das auch gut drehen konnte, brauchte man einen Untergrund, wo sich das gut drauf drehen kann. Und das war dann Kurma, die Inkarnation, die Schildkröteninkarnation. Dann gab es noch irgendwie einen Streit, wer jetzt das eine, also das Ende von der Schlange und den Kopf der Schlange kriegen sollte. Und die Halbgötter haben den Tipp bekommen, dass sie, also eigentlich war es ursprünglich so, dass die Halbgötter wollten den Kopf, glaube ich, haben am Anfang der Schlange und die Dämonen das Ende. Und dann haben sie aber den Tipp bekommen, nee, mach das mal lieber andersrum. Und dann haben die Halbgötter das dann so arrangiert, dass sie gesagt haben, ja, also wir nehmen jetzt den Kopf und die Dämonen sollen das Ende nehmen. Und die Dämonen, wie sie halt so sind, die haben gesagt, warum das denn? Warum sollen wir jetzt das langweilige Ende in die Hand nehmen? Wir wollen den Kopf haben. Wir wollen das bedeutende Stück der Schlange bedienen, sozusagen. Genau. Und das haben sie dann haben die Halbgötter gesagt, okay, wenn ihr unbedingt wollt, macht das mal. War aber nicht so angenehm, weil beim Quirlen hat die Schlange dann auch Feuer gespien. Gespien, ist das die Vergangenheit? Keine Ahnung. Egal. Auf jeden Fall kam dann Rauch und Feuer aus dem Kopf der Schlange, aus dem Maul der Schlange. Kann man sich, glaube ich, vorstellen, wie bei einem Drachen so. Wir haben genug Herr der Ringe-Filme geguckt, um genau zu verstehen, was da passiert. Und ja, die wurden dann ganz verkohlt und verräuchert. Und die Halbgötter hatten dann den ruhigen Teil sozusagen. Naja, auf jeden Fall wurde dann dieser Milchozean gequirlt und verschiedene Dinge kamen dann hervor aus diesem Milchozean. Ich habe sie nicht mehr alle so beisammen, also verschiedene Tiere und verschiedene auch Inkarnationen, glaube ich, auch die nächste Inkarnation, die wir da, von der wir lesen, Danvantari, kam auch aus diesem Ozean hervor und der war dann auch direkt in diesem Lila, in diesen Spielen auch mit einbezogen. Also ich glaube, in dieser Begebenheit haben wir es mit mindestens drei Inkarnationen von Krishna zu tun. Also Kurma, die Schildkröte, dann Danvantari, der den Kopf, glaube ich, mit dem Nektar gebracht hat und dann auch noch Mohini Murti, die sich dann um die Verteilung des Nektars kümmerte. Also da ist ganz schön was los und nicht nur eine Inkarnation von Krishna kommen da, sondern gleich mehrere. Ja, und hier hören wir halt, wie gesagt, von Krishna als Kurma, der diesem Berg als Drehpunkt diente. Und mehr fällt mir jetzt auch spontan gar nicht so ein. Oh, das die nächsten Inkarnationen, die werden ja dann, ja, wie gesagt, da geht es dann weiter in der Geschichte mit den folgenden Inkarnationen. Ja, also diese Geschichte findet man in voller Länge im 8. Kanto des Srimad Bhagavatams. Das ist hier der 8. Kanto. Und interessanterweise, das blende ich euch auch mal kurz ein, das ist ziemlich abgefahren. Und zwar, falls ihr mal den Bangkok-Flughafen anfliegen solltet, dann wird euch in der Eingangshalle folgendes Spektakel erwarten. Und zwar, das ist ziemlich recht groß, ein großes Modell, genau von dieser Geschichte. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Vielleicht könnt ihr mir kurz mal einen Daumen zeigen. Ja, und zwar hier sieht man genau das, was Nitai Gunamani beschrieben hat. Hier ist dieser Berg. Da kann man sich drüber streiten, ob das eher in Richtung Kegel oder Zylinder geht. Also tatsächlich in den Veden wird auch manchmal von zylinderartigen Bergen gesprochen. Und wie wir aber sehen, die Schildkröte hier, die ist da das Fundament. Und diese Schildkröte ist im Wasser. Und wir sehen, dass das Wasser hier richtig aufgeschäumt wird. Und das Lustige ist ja, da sieht man wieder Krishnas Humor, dass
Krishna einen Juckreiz auf seinem Rücken oder genauer gesagt auf seinen Panzer verspürt hat. Und so dieses ganze göttliche Spiel dafür bestimmt war, einfach seinen Rücken zu kratzen. Die Halbgötter und die Dämonen, das hatten wir eben gehört, die hatten natürlich ein ganz anderes Anliegen, als jetzt vorwiegend den Rücken einer Schildkröteninkarnation zu kratzen. Aber oft ist es so, dass in den Spielen Krishnas mehrere Zwecke gleichzeitig erfüllt werden. Hier sieht man es auch nochmal. Und oben, also die höchste Persönlichkeit Gottes, erschien in mehreren Inkarnationen gleichzeitig bei diesem Lila. Hier sieht man auch nochmal Vishnu, der oben auf diesem Berg tanzt, würde ich das fast schon nennen. Und ja, hier sehen wir die Dämonen, hier die Halbgötter. Das Ganze ist in Bangkok. Hier sieht man, wie groß das ist. Also hier sieht man ja, wie die Leute hier da durch die Gegend laufen. Und das ist also schon übermenschlich groß. Und hier sieht man die Schlange Vasuki. Und da sieht man eben, dass sogar in Bangkok, das ist Thailand, diese Geschichte aus dem Srimad Bhagavatam einen noch sehr, sehr großen Stellenwert hat. So groß, dass man auf dem internationalen Flughafen dieses riesige Modell errichtet hat. Ja, also man spricht auch davon, dass die vedische Kultur weit über Indiens heutige Grenzen hinaus gewirkt hat. Also darüber kann man streiten, wie groß da der Einzugsbereich ist. Aber definitiv ging das bis nach Afghanistan und auch in Russland, in den südlichen Regionen. Da gibt es ja diese kleinen Staaten, die früher zur Sowjetunion gehören. Da kenne ich mich jetzt nicht im Detail aus, aber selbst dort wurden sogar Vishnu-Detis gefunden. Und in Richtung Osten geht die vedische Kultur auf jeden Fall auch bis nach Thailand. Die großen Könige in den letzten Jahrhunderten hießen alle Rama. Rama der Erste, Rama der Zweite. Also ganz viele Rama-Könige haben dort geherrscht. Und auch Indonesien, dann haben wir noch die Insel Bali, auch überall in Indonesien und in, wie heißt dieses Land, Kambodscha. Da gibt es auch noch den großen Angkor Wat-Tempel. Und da sehen wir überall Parallelen oder Hinweise, dass dort überall auch die vedische Kultur geherrscht hat. Ja, prima. Ja, das ist also die Schildkröteninkarnation. Und was ich persönlich an dieser Geschichte so toll finde, ist, dass die Dämonen, sie waren damit nicht einverstanden, den Schwanz zu bekommen von der Schlange. Und eigentlich hatte Krishna damit schon gerechnet, dass die Dämonen da protestieren. Wusste aber vorher schon, dass eigentlich der Schwanz der Schlange das viel bessere Ende ist. So, wenn er die Dämonen gleich, wenn er denen den Kopf angeboten hätte, hier nimmt doch den Kopf von der Schlange, dann hätten die Dämonen wahrscheinlich sofort zugestimmt. Ja, der steht uns zu, wir, die mächtigen, erhabenen Dämonen, uns steht das bessere Ende der Schlange zu, wir akzeptieren diesen Vorschlag. Das wäre passiert, wenn Vishnu und die Halbgötter den Dämonen den Kopf der Schlange angeboten hätten. Nein, stopp. Die Dämonen hätten wahrscheinlich protestiert. Auch dann, weil die Dämonen immer die Neigung haben, immer das Gegenteil von den Halbgöttern haben zu wollen. Die wittern da immer eine Finte. So war es. Also hätte man ihnen den Kopf angeboten, wären die Dämonen auch damit nicht einverstanden gewesen, hätten irgendwie einen Verdacht geschöpft. Nein, wieso wollt ihr uns dann den Kopf anbieten? Wir wollen
dann wollen wir also prinzipiell genau das Gegenteil. Und dann hätten sie den Schwanz bekommen, der ja viel besser ist. Und das mit diesem Wissen, dass die Dämonen immer genau das Gegenteil wollen, hat Vishnu den Dämonen dann den Schwanz angeboten. Und genau das ist passiert. Also Krishna ist ein Psychologe, der auch die Psychologie der Dämonen gut versteht. Er beschreibt das auch in der Bhagavad Gita im 16. Kapitel. Finden wir eine fast schon eine psychologische Abhandlung über den Geist, über das Denken eines Dämons. Und genau das ist also passiert. Die Dämonen waren nicht einverstanden. Sie wollten genau das Gegenteil und wollten dann den Kopf. Und das war genau das, was Vishnu auch beabsichtigt hat, dass die Dämonen eben den Kopf bekommen, mit der Vorstellung, das ist ja das bessere Ende. Aber wie Nitaigunamani das eben beschrieben hat, da kam das ganze Feuer heraus, der ganze Qualm. Und die Dämonen mussten dann einsehen, dass sie voll, wie nennt man das? Sie sind voll haben sich voll gegen die Wand fahren lassen. Ja, sie haben die A-Punkt-Karte gezogen. Ja, und das finde ich eben auch toll, weil heutzutage sprechen auch viele Menschen, wir leben im Kali-Yuga, viele Menschen sind mit der heutigen Weltsituation völlig unglücklich und es gibt viele Leute, die davon sprechen, dass die Dämonen gerade sehr aktiv sind. Und das ist so eine Geschichte, die mich persönlich beruhigt, wo ich immer denke, Krishna ist auch noch da und es herrscht immer das Prinzip, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Also das hat man schon oft in Krishnas Spielen gesehen. Auch diese weiterführende Geschichte, also diese Geschichte mit den quirlenden Ozean, ist eigentlich eine Geschichte, die in eine nächste mündet, nämlich in die Geschichte von Vamanadev, der kommt auch bald dran, wo dann am Ende dann doch die Dämonen zwar erst die A-Punkt-Karte ziehen, aber dann wieder eine Schlacht stattfindet zwischen den Halbgöttern und den Dämonen. Und unter der Führerschaft von Bali, dem Dämonenkönig, schaffen es dann die Dämonen, das Universum für sich zu beherrschen. Und dann wiederum erscheint Krishna als der Vamana-Avatar, als die Zwerginkarnation, genau zu einem Zeitpunkt, wo ein Opfer stattfindet, wo Bali zusammen mit seinem Hauptpriester Shukracharya ein Opfer veranstaltet, um noch mehr Macht zu bekommen. Genau in diesem Moment kommt diese Vamana-Zwerginkarnation in die Opferarena. Und der Bali-Maharaj hat so viel Kultur, dass er versteht, oh, hier haben wir einen Brahmana, der sieht ein bisschen lustig und sonderbar aus, aber doch sehr anziehend, wie ein Hobbit, so ein sehr attraktiver Hobbit. Wir kennen diese Hobbit-Filme vom Herrn der Ringe. Und bietet also diesem Vamana-Zwerg jedes beliebige Geschenk an. Du kannst dir ein Geschenk aus meinem Königreich aussuchen. Wie wäre es mit einem ganzen Planeten oder einer großen Insel? Und Vamanadev, der Zwerg, sagt dann, nein, das stellt die Seele nie zufrieden. Die will immer dann mehr und mehr. Ich bin mit 3 Schritten Land zufrieden. Und dann wird erstmal fast schon gelacht über den Zwerg. Wie kann es sein? Der Herrscher des Universums bietet dir alle Reichtümer aller 3 Welten an und du möchtest nur 3 Schritte Land und dann auch noch Zwergenschritte. Das ist ja fast schon eine Verhöhnung. Nein, er bestand darauf, hat das dann auch philosophisch erklärt. Und dann haben alle gelacht. Aber, was ich vorhin gesagt habe, bei Krishna ist es eben oft so, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Der Bali Maharaj wurde dann nochmal gewarnt von seinem Schuk, von seinem Priester, der ahnte schon, dass da irgendetwas nicht stimmt. Und dann, als dann der
Vamanadev seine Schritte gemacht hat, wuchs dieser Zwerg zu einer gigantischen Form und hat dann mit nur zwei Schritten die Länge und die Breite des gesamten Universums vollzogen und brauchte dann sogar noch einen dritten Schritt. Und dafür brauchte er dann ein Objekt, wo er den draufsetzen konnte. Und das sehen wir eben, dass in all diesen Spielen, die wir im Srimad Bhagavatam finden, ein gewisser Humor vorherrschend ist, besonders auch wenn es im Zusammenhang mit den Dämonen stattfindet, dann offenbart Krishna diesen "Wer zuletzt lacht, lacht am besten" Humor. Und das sehen wir eben auch in dieser Geschichte mit dem Nektarozean. Nithai Gunamani, ist dir das auch irgendwie so mal aufgefallen, dass Krishna da so diesen Humor oft äußert? Ja, auf jeden Fall, auch wie er auch alleine erscheint, ne? Also mit diesem mir juckt jetzt der Rücken, ich brauche jetzt was wirklich Wirksames, um meinen Juckreiz loszuwerden, und dann dieser Berg dann gequält wird, ist ja wirklich, doch, hat doch ein bisschen Humor auch, ne, muss man sagen. Und was du sagst, finde ich auch sehr, sehr treffend. Das ist immer so ein, also es ist ja eine unglaubliche Geschichte, die sich da immer aufbaut, ne, mit einem Happy End, und dann geht es aber trotzdem noch weiter und nimmt noch eine andere Wendung. Also es ist definitiv nicht langweilig. Ich hab gerade so ein Bild gesucht. Es gibt so ein Comic-Bild. Da sieht man so die typische Darstellung von Gott. Ne? Gott mit einem weißen Bart, und er sitzt so auf seiner Wolke und hat neben sich so einen Schalter. Und da steht Tag ein, und auf der anderen Position Tag aus. Ich muss das mal finden, das ist wirklich klasse. Also er schaltet immer zwischen Tag ein, Tag aus, Tag ein, Tag aus. Und mehr hat er eigentlich nicht zu tun. Ne? Tag ein, Tag aus, immer dasselbe. Und hier sehen wir halt, dass Krishna genau eben so nichts ist. Ne? Dass er also total die besten Geschichten einfach schreibt. Und dass er das halt auch mit seinen Devotis zusammen erlebt. Dass es also immer unglaublich abenteuerlich wird. Und ich denke, jeder kann das auch so ein bisschen in seinem eigenen Leben vielleicht erfahren. Ne? Dass wir auch bei vielen Devotis in dem Moment, wo sie die anderen Gottgeweihten kennengelernt haben oder wo ihre spirituelle Reise wiederbelebt wurde, dass dann oft so ein richtiges Abenteuer auch losging. So, ne? Und um bei den Comics zu bleiben, es gab früher diesen Asterix-Legionär, der hat immer gejammert, der hat immer gesagt, also ne, dieser kleine Legionär hat immer gesagt, komm zur Legion, haben sie gesagt, da erlebst du was, haben sie gesagt. Und für ihn war das immer so ein Spruch, wenn es immer wieder voll abging und die Gallier wieder alles platt gemacht haben bei den Römern, dann hat man gesagt, ja, sie haben gesagt, komm zu der Legion, da erlebst du was, haben sie gesagt. Ihm war es dann schon wieder viel zu viel, was er da erlebte. Und oft ist es so bei den Devotis auch, finde ich, wenn du wirklich was erleben willst, komm zu den Devotis, dann erlebst du richtig was. Dann geht das Abenteuer erst richtig los. Also ich finde das auch spannend. Wenn ich das Bhagavatam so lese, denke ich auch immer, wow, wann geht das mal bei mir ein bisschen los. Mehr los, und wann beginnt das Abenteuer wieder richtig? Ne? Also es ist jetzt vielleicht ein bisschen, aber ich denke schon, hab ich auch gestern schon mal erwähnt, also Krishna macht das ja auch, dass er uns diese Geschichten offenbart, dass wir auch den Wunsch entwickeln, sowas mit ihm zusammen zu erleben. Ne? Dass wir einfach unsere ursprünglichen Neigungen, auch diese Abenteuer irgendwie zu erleben, dass die wirklich wieder mit Krishna in Verbindung kommen und dass wir das auch selber mal irgendwann erleben, solche Sachen, die wir hier lesen. Ne? Das kann zwar noch ein bisschen dauern, aber letztendlich haben wir schon mal einen Wunsch entwickelt in diese Richtung. Ne? Ja, es gibt ja auch dieses History, ne? Heißt das ja auf Englisch, und da habe ich mich auch schon gefragt, wieso heißt das eigentlich his story, seine Geschichte?
Und wenn wir uns jetzt, wenn wir der Meinung sind, eigentlich, also die Vaishnavas sind eigentlich der Meinung, dass das Srimad Bhagavatam ist sozusagen die Geschichte der Welt oder die Geschichte des Universums. Und dann kommen wir tatsächlich zu der Erkenntnis, das ist eigentlich his story, seine Geschichte. Also Krishnas Geschichte, wie er immer wieder in verschiedenen Inkarnationen erscheint in diesem Universum, sogar in anderen Universen. Und eigentlich ist das eigentlich die wichtige Geschichtsschreibung, auch für uns. Es ist gar nicht so wichtig, es ist interessant, das gebe ich persönlich zu, Napoleon oder keine Ahnung, die Spanier haben die Holländer mal in einer Seeschlacht geschlagen. Ja, das hat natürlich alles irgendwie seinen Reiz. Aber wenn wir das in Beziehung zu der Geschichte Krishnas setzen, wo Krishna eben als Schildkröte erscheint, sich mal eben von einem riesigen kosmischen Berg den Rücken kratzen lässt und was wir da eben alles gehört haben, dann ist das irgendwie fast schon lächerlich, dass Napoleon mal irgendwie im Sommer kurz in Moskau war und da seine Flagge reingesteckt hat, um dann wieder gehen zu müssen, weil es zu kalt wurde. Das sagt Krishna auch in der Bhagavad Gita, dass eigentlich, wenn wir uns mit der Geschichte Krishnas beschäftigen, also mit der Geschichte im wahrsten Sinne des Wortes, mit der History, dann können wir sogar frei werden von Geburt, Alter, Krankheit und Tod und in das ewige spirituelle Reich zurückkehren und uns sozusagen schon vorbereiten. Das, was der Nital Gunamani eben gesagt hat, dass wir so eine Begierde schon entwickeln und dass unser Bewusstsein eben nicht erfüllt ist mit weltlichen Geschichtsdaten, wann Adenauer irgendeinen Vertrag unterschrieben hat, ist doch irgendwie unfassbar langweilig, wenn man gerade das Srimad Bhagavatam über den Milchozean gelesen hat, denkt man, was ist das für eine langweilige Information, dass wir dann so erfüllt werden, auch in unserem Bewusstsein, dass wir eventuell sogar zum Zeitpunkt des Todes an die Spiele Krishnas denken und davon völlig überwältigt sind. Ja, ich habe hier schon mal nochmal ins Chatfenster geschaut. Der Philo, ich weiß nicht, ob er sein Mikrofon einschalten kann. Er ist auf jeden Fall auch begeistert, wie ich hier lese, auch dass das auf dem Flughafen so toll dargestellt wird. Und hier ist die Frage, ist Shukracharya nun ein Guru oder ein Priester? Ja, sicher ist er auch ein Guru. Da gibt es nicht immer so ganz harte Trennung, ob das jetzt ein Guru oder ein Priester ist. Manchmal ist der Priester auch ein Guru und der Guru ist manchmal auch ein Priester. Aber sicher. Bitte? Ein Spruch, die Gurus, also ein Priester kann keine Schüler haben und kann auch keine Ratschläge geben. Ein Priester in der vedischen Kultur ist dafür da, um vedische Rituale strikt genau auszuführen. Die kennen zwar die Veden auch, die sind aber hauptsächlich oder ja dafür zuständig, um alle Rituale auszuführen. Und davon gibt es ja sehr viele in der vedischen Gesellschaft. Und ein Guru ist ein Lehrer, er nimmt Schüler auf und er kann auch die Schüler führen und Ratschläge geben. Und das ist der Unterschied zwischen Priester und Guru. Und Shukracharya ist ein Guru, kein Priester. Also Shukracharya hat auch mal Rituale organisiert und sie aber durchführen lassen von Priester, von seinem Priester. Also so, diesen Unterschied kenne ich zumindest aus den Geschichten, die ich gelesen habe und gehört habe. Okay, also ich sehe das nicht so streng. Zum Beispiel Srila Prabhupada hat oft sogar Hochzeitszeremonien durchgeführt oder Einweihungszeremonien, weil es keinen Priester gab. Natürlich, das stimmt, wenn es dann nachher Priester, wenn die Priester zur Verfügung stehen, dann hat
Srila Prabhupada auch seine Schüler dann beauftragt, solche Priesterzeremonien dann durchzuführen. Gut, ja, ich glaube, wir müssen das nicht, wir müssen da jetzt keine Erbsen zählen. Ein Priester, meiner Meinung nach, ein Priester ist ein Brahmane in der vedischen Kultur, und die Brahmanen sind auch immer, haben auch immer einen Touch, den Touch eines Lehrers. Und da gibt es sicherlich Priester, die wirklich nur Zeremonien durchführen und praktisch keine einzige Unterweisung von sich geben. Ich persönlich habe aber auch schon Priester in der ISKCON angetroffen, die Zeremonien ausgeführt haben, und dann eine Stunde später saßen sie auf dem Vyasasan und haben ganz wunderbare Vorträge über das Bhagavatam gehalten, zum Beispiel der Gaura Keshava Prabhu, falls ihr den kennt, der hat, sein Prabhupada-Schüler, der auch den Nisingadev Deity installiert hat im Jahre 1982, war das, glaube ich. Und ja, ich würde sagen, wir lassen das mal so stehen. Sicherlich, ein Priester ist nicht unbedingt automatisch auch ein Guru. Ein Priester ist in erster Linie jemand, der Zeremonien durchführt, und ein Guru ist jemand, der Schüler unterweist. Prima. Ansonsten, gibt es sonst noch irgendetwas in diesem Zusammenhang mit der Geschichte von Kurma, der Schildkröteninkarnation? Ansonsten würde ich sagen, hole ich hier mal meine Ukulele. Denke ich, haben wir heute schon ganz gut über Krishnas Avatar als Schildkröte gehört. Und ich singe einmal den Hare Krishna Maha Mantra vor. Falls ihr, jetzt spreche ich zur YouTube-hörenden Nachwelt, auch live dabei sein wollt, wir machen das hier jeden Morgen, und in einer Gemeinschaft ist es einfach machtvoller, über das Srimad Bhagavatam auch in einem Live-Modus zu hören, dann checkt gerne in der Videobeschreibung die Zugangsmethode aus oder abonniert einfach den VedaVox-Kanal, falls euch das nicht zu dem Zeitpunkt möglich sein sollte. Okay, ich singe einmal den Hare Krishna Maha Mantra vor. Ihr könnt gerne nachsingen mit eingeschaltetem Mikrofon. Wäre toll. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Bol. Zum nächsten Mal. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.